So, dann reden wir doch jetzt mal mit Goal. Du, Goal? Hau ab! Kapier endlich! Es ist zu spät für uns. Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Oh, oh, oh. Und hinterher. Daher. Goal, halte durch. Ich bin schon unterwegs. Aua. Hey da, wo ist das Timepod? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Du, Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Mal das macht ihr zwei Turteltauben mal besser unter euch aus. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Kannst du meiner Braut aus... Kannst du diesem Land... Mal das macht... Achso, wir nehmen einfach mal erstmal die Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Oh, da unten ist auch jetzt eins. Dann schießen wir doch mal da drauf. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Dann schießen wir mal da drauf. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert. So, aber dann gehen wir mal zum Berg. Vom Berg können wir da runterschießen? Da hinten ist auch noch ein Potenzial, sehe ich jetzt gerade, beim Berg. Schießen wir doch mal da drauf. Ah, und da, durch das kann ich auch gehen, aber auf das andere kann ich auch nicht mehr. Verdammt. Nee. Das andere kann ich bestimmt noch nicht mal schießen. Oder von hier oben. Das ist zu weit außer das letzte. Gut, dann durch das hier Portal. Geht es weiter, aber ich gehe nicht ohne Goal. Ich weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Okay, dann müssen wir jetzt noch Goal irgendwie mitbringen. Gute Neuigkeiten! Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. 2-mal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon 3. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind 4? Die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist das gut?
Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, den Pfau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft, ne? Echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Rufus, meine Ding Rufus. Rufus. Okay. Das ist zu weit weg. Also. Ja, eine richtige Wüstenblume. Wie dies? Genau. Zu Deutsch. Eine nette Braut hast du dort. Oh, sie ist nicht meine. Ja, hab ich. Eine richtige Wüstenblume, nicht wahr? Wüstenblume? Wie dies oder Kaktus? Genau. Zu Deutsch, Finger weg. Okay. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Gold. Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Na! Probleme? Du will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Aber jetzt kann ich auf ihn schießen, oder wie war's? Verlockend. Aber irgendwie bezweifle ich, dass das meine Chancen bei Goal verbessern würde. Können wir noch ein Portal hier finden? Aha, ich sehe Potenzial. Ah, ich hab's geahnt. So. Hey, was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelogs her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, Was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Okay, reden wir mit Goal. Du kannst auch von da oben reden. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte, was? Hey! Was flüstert ihr da? Und dann? Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los, in Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut, ich gebe dir das Signal, wenn ich soweit bin. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Goal! Jetzt! Was zum... Oh. Aha. Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch. Okay, jetzt. Nein, stopp! Jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Aber Goal, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Goal? Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Goal! Oh-oh. Überraschung! Ronny! Bist du etwa
für die ganzen Fuel-Loks verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Bediensteten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Mal dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuel-Lok losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Conny, du musst damit aufhören. Die Fuel-Loks sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahn. Die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Okay. Ich habe dir nichts weiter zu sagen, Ronny. Umso besser, dann kommt ihr endlich in den Genuss meines neuen Unterhaltungsprogramms. Wollt ihr lieber erst ein wenig durch die Gänge gejagt werden? Oder soll ich euch gleich vor Ort ausweiten lassen? Ich weiß nicht. Klingt beides lustig. Rufus! Unsere Antwort lautet natürlich weder noch. Wir spielen dein belämmertes Spiel nämlich nicht mit, Ronny. Ihr seid vielleicht Spaßbremsen. Aber na gut, das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange, dann geht es wieder. Wiko, wiko, wiko. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Jetzt klingt Ausweiden plötzlich nicht mehr so schlecht, oder? Deine... Na, 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 na. Lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Nagelbecken raus. Okay. Irgendwelche Ideen? Ich dachte, das sei dein Spezialgebiet. Ist es ja auch. Ich wollte nur abgleichen, ob du zufällig gesehen hast. Hey, nicht tuscheln! Wer flüstert, der lügt! Deine Fingernägel einzeln aus den... Conny! Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Damit ist jetzt Schluss, Ronny. Wir gehen nach Kuwak und durchbrechen die Schleife. Boah, ihr Schlingel, das könnt ihr nicht. Was wäre denn das für ein Ende? Alles voller Fuel-Loks, alle tot, Elysium verwüstet. Nein, so werdet ihr es nicht enden lassen. Aber versucht es trotzdem gerne. Darum geht es ja bei Ronnys lustiger Fuel-Lok-Hatz. Och, kommt schon, schaut nicht so traurig. Spielt mit, solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Okay. Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel, du hast recht. Warte, das muss ich sofort korrigieren. So ist es besser. Okay. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Hui! Oh! Okay, sorry. Wo war ich gerade? Ach ja, deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen macht. Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch! War ja klar. 50 Jahre Hats Magazine. Die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein trauriger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Aluhüte. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten 4. Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so einen nur her? Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Moment! Was ist denn jetzt los? Das war doch ein Trick! Der Hund überlebt mein Avatar! Fuel-Loks! Zum Angriff! Zum Angriff! Zum Angriff!
unsere Chance. So. Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Und na los, nichts wie weg hier. Durch da. Goal, jetzt. Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Und Treason. Da habe ich durch Zufall den richtigen Hut drin. Weil ich das schon wieder vergessen habe mit dem Aluhut. Ui. Ich muss ja sagen, mit sowas habe ich ja fast gerechnet. Loks versperren den Weg zum Ufer. Hast du einen Plan? Kommt sofort. So, nach da unten schießen. Ich probier mal was. Bin sofort zurück. Ufus. Ufus? Ufus. Aua, aua. Immer wieder aua. Oh je. Goal. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genauso. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Nee, ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Was habe ich denn überhaupt noch für Optionen? Nicht mehr so viel. Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft. Oder wie das hier heißt. Oh, Brecheisen. Dann können wir das Brecheisen jetzt mit dem Tor verwenden. Geschafft. Ja, und jetzt? Ja, auf das Portal schießen, durchs Portal. Auch das noch. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Na, ob das noch funktioniert? Aha. So, dafür ist die Motorhaube da. Damit ich jetzt wieder neues Tachyonen-Gedöns habe. So. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. So. Und benutzen. Na also. Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Und durch. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Hui. Wow. So viele Buntpflanzen. Sind Blumen. Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Okay. Gehen wir jetzt durch das nächste Portal wieder, oder was? Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Habe ich die jetzt aus Versehen geskippt, oder was? Na egal. Ab durchs Portal. Jetzt wieder nach oben durchs Portal.
Portale wir hier noch durchlaufen. Jetzt durch das Portal. Und dann durch das Portal. Oh. Und nun? Ist da oben wahrscheinlich wieder ein Portal über den Säulen. Aha, ich sehe Potenzial. Nein, ich wollte nicht die Brille nochmal. So. Du Rufus? Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe. Zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. So. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Und nach oben. Wahrscheinlich hätte ich auch das andere Portal nehmen können. Hey, ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen Legion. Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen. Ja, ich bin's wohl. Wir wohnen schon ewig hier. Und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufene Babasöhnchen. Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit. Das bedeutet Krieg. Ufz. Da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Rita und Rocco. Schau mal, Goal. Es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuelogs wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, es ist hier nicht sicher. Du hast recht, beeilen wir uns. Fuelog-Alarm! Bringt euch in Sicherheit! Puh, das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Das heißt... Bis zum... Ich kann hier auf jeden Fall nicht speichern, also geht hier noch ein bisschen weiter in dem Part. Ah, Lichtschein. An was erinnert mich diese Szene? Ich weiß es nicht. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. So. Pfeile. Zeug. Timepod. Doch. Tor. Mehr Pfeilen. Oder was? Uffe. Reifen. Umschlüssel. Säge. Hey. Boah.
Tape. Irgendwo was weitermachen? Ah, da. Chips. Ja. Ach, Rufus faulenzt ja eigentlich nur. Ich speichern anscheinend. Gut, dann geht hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann, ich bin Indiana Jones.